Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zwei theoretische Möglichkeiten vorstellen, mit denen Sie fehlerhafte Pixel wieder reparieren können. Die Überschrift ist leider etwas falsch, denn tote Pixel werden wir hier definitiv nicht mehr retten können. Insoweit verzeihen Sie uns bitte die dramaturgische Freiheit, die wir uns hier gegönnt haben, auch wenn wir dieses Video deswegen eventuell demnächst als FSK 18 klassifizieren müssen, denn bei uns sterben nicht nur Pixel, sondern wir schaffen es auch nicht, diese zu reanimieren. Game over. Zurück zum Thema. Im Grundlagenvideo haben wir die Pixel grundsätzlich in sogenannte Fehlertypen eingeteilt. Sogenannte tote Pixel, also die, in denen alle drei Subpixel ausgefallen sind, die kann man nicht reparieren. Abgesehen von diesen ausgefallenen Pixeln und Subpixeln gibt es allerdings noch die sogenannten Stucked Pixel, die stecken gebliebenen Pixel. Die leuchten eventuell recht offensichtlich, manchmal allerdings auch nicht, denn zum Beispiel jetzt hier nochmal unsere Pixelansicht aus dem ersten Video, wo wir gesagt haben, so würde ein Pixel aussehen, das komplett ausgefallen ist. Oder sind das hier drei Subpixel, die alle nur den Wert 111 darstellen, der fast genauso aussieht wie ein komplett ausgefallenes Pixel. Ist also relativ schwer zu unterscheiden. Diese sogenannten Stucked-Pixel nehmen also nur keine Befehle mehr entgegen. Dies tun sie ebenfalls aufgrund zwei verschiedener Möglichkeiten nicht mehr. Entweder auf der Hardware-Seite ist alles in Ordnung und es liegt wirklich ein Defekt in den jeweiligen Subpixeln vor, oder aber auf den Pixelleitungen, also die Leitungen auf der Platine zum Pixel hin, die die entsprechenden Befehle abgeben sollen, dort liegt ein Defekt vor, sodass die Signale zum Farbwechsel am Pixel selbst nicht mehr ankommen. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten, zu versuchen, diese sogenannten Stucked-Pixel wiederzubeleben. Vorab der übliche Disclaimer: Diese Möglichkeiten, die jetzt hier gezeigt werden, falsch angewendet, können Ihnen mehr schaden als nutzen. Insoweit ist also Vorsicht geraten. Ferner konnten wir unsere Pixel, wir haben ja auch einige, die defekt sind, nicht auf diese Arten wiederbeleben. Andere schwören allerdings auf diese Methoden. Insoweit wollen wir nicht ausschließen, dass das auch funktioniert. Über die Kommentare des Grundlagenvideos wurde uns auch schon von mehreren anderen Usern bestätigt, dass das so funktioniert. Denn einige Zuschauer schrieben, dass sie Stucked Pixel hatten, also wo dann irgendwelche Subpixel nur ausgefallen waren oder eben auf einer ganz bestimmten Farbe kleben geblieben sind, die allerdings nach 2 Wochen von selbst verschwunden sind. Da haben wir dann genau solch einen Fall. Ansonsten, die Nutzer, die uns geschrieben haben, dass sie wandernde tote Pixel haben, weil sich ein Gewittertierchen über die Lüftungsschlitze in das Gehäuse verirrt hat, die haben eigentlich nichts mit den eigentlichen toten Pixeln aus dem Grundlagenvideo zu tun. Natürlich kann man da mit einer Fliegenklatsche so viel auf den Monitor einhämmern, wie man will. Bringen wird es allerdings nicht viel. Wir würden hier die vorsichtige Nutzung eines Föhns empfehlen. Auf Kaltluft gestellt, versuchen Sie über die gleichen Lüftungsschlitze dem ungebetenen Besucher eine frische Brise zukommen zu lassen. Sollte sich bei Ihnen der Louis-Tränker der Gewittertierchen verankert haben, hilft Ihnen eventuell Variante 2. Damit können Sie ihm dann wenigstens eine Lobotomie verpassen. Die erste Möglichkeit zum Reparieren ist das kreisförmige Massieren der Pixelmatrix um das defekte Pixel herum mit Ihrem Zeigefinger. Sollte es wirklich an der Leitung zum Pixel liegen, so kann diese damit eventuell wieder zum Arbeiten überredet werden. Bringt das nichts, liegt es eventuell, wie oben schon angedeutet, direkt an den Subpixeln. In diesem Fall kann man nach dem Prinzip der Überreizung diese eventuell wieder zur Kooperation überreden. Dazu installieren wir uns auf unserem Rechner eine Software. Link finden Sie in der Beschreibung. Das Programm selbst habe ich mir jetzt hier schon aus dem Internet heruntergeladen, habe es auch schon ausgepackt. Es muss nicht installiert werden, insoweit also eine optimale Ergänzung für Ihren Rettungs-USB-Stick, für den Fall der Fälle, dass Sie mal wieder irgendwo anders unterwegs sind. Einfach Pixel Repair doppelklicken, können wir den Explorer schon minimieren. So, und jetzt haben wir hier erstmal zum Lokalisieren des toten Pixels die Möglichkeit, unseren Bildschirm in diese Farben zu schalten. Zum Beispiel mal blau. So, dann würden wir halt alle defekten Pixel sehen, die eben sich nicht selbst mit Blau darstellen, also die nicht bei Blau stecken geblieben sind. Schwarz, naja, und die anderen Farben, relativ einfach. Hier unten haben wir ein paar Beispiele, wie das Ganze aussehen könnte. Ist jetzt eventuell ein bisschen schlecht zu sehen, da jetzt hier wirklich nur ein einzelnes Pixel auf dem weißen Hintergrund als schwarz dann dargestellt wird. Und hier die Möglichkeit als zweites,
Farbmodis einzustellen, mit denen jetzt dann dem toten Pixel zu Leibe gerückt werden soll. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hier auf diesem Bildschirm habe ich jetzt kein totes Pixel, wird jedenfalls keins angezeigt. Deswegen müssen wir uns das jetzt denken. Wir haben hier die Möglichkeit, die Farbänderung von der Geschwindigkeit her einzustellen. Und damit das besser zu sehen ist, werde ich das jetzt mal auf ganz langsam stellen. Es macht aber durchaus Sinn, bei Ihnen das auf Full Speed zu halten, um eben, wie eben schon gesagt, mit Sinnesüberreizung den Pixel da zu Leibe zu rücken. So, Farbgebung lasse ich jetzt einfach mal diese, drücken wir einfach auf Go, dann öffnet sich ein neues Fenster und hier ändern sich jetzt die Farben. Das ist der Grund, warum ich das jetzt langsam gestellt habe. Bei schnellem Farbwechsel ist das eventuell nicht so richtig zu sehen. So, und dieses Fenster können Sie jetzt eben auf die Position schieben, wo das tote Pixel ist oder das defekte Pixel. Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt hier wäre. Und damit werden halt als alle Pixel drumherum angewiesen, dauernd die Farbe zu ändern und eventuell bei einem normalen stecken gebliebenen Pixel, das was die Zuschauer schon über die Kommentarfunktion geschrieben hatten, wo das Pixel nach einer gewissen Zeit einfach von selbst wegging, da lag genau solch ein Fall vor und solch einen Fall können wir damit eventuell wieder zum Mitarbeiten überreden. Den normalen Pixeln schaden wir damit nicht, insoweit wäre das die zweite Möglichkeit. Stellen Sie das Ganze auf eine hohe Geschwindigkeit und lassen Sie das mal eine Nacht durchlaufen. Achten Sie natürlich darauf, dass wenn Sie das ein paar Stunden machen, dass Sie nicht den Monitor aus Stromspargründen ausschalten und dass sich auch nicht der Bildschirmschoner von selbst einschaltet. Dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, hier kann nichts passieren. Im Gegensatz zu der Massiermethode, wenn Sie dazu feste drücken, dann kann es natürlich sein, dass Sie die noch funktionierenden Pixelleitungen nebenan mit beschädigen. Also fangen Sie mit leichtem Druck an. Sie werden direkt sehen, dass sich die Pixel im Umkreis um Ihren Finger, mit dem Sie den entsprechenden Druck auf dem Monitor ausüben, dass sich dort die Pixelfarbe stark ändert. Eine Art Regenbogeneffekt. Insoweit darf sich das nicht zu stark auf die anderen Pixel auswirken. Also wenn Sie am Ende Farbwellen haben, die sich über den ganzen Bildschirm ausbreiten, dann drücken Sie zu feste. Okay,